Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich komme gerade von einer Runde vom Schwimmen und habe heute Morgen mir schon einen Impuls von Tony Robbins nochmal reinzogen. Tony ist ja einer wirklich der Menschen, die sowas voller Energie sind. Also ich glaube, ich kenne keinen, der mehr Energie hat wie er. Auch der unglaublich erfolgreich ist, ja unheimlich viel, viel weitergibt. Und er hat eine ganz kurze, kleine Morgenroutine, die wollte ich gerne mit dir teilen, weil du kennst ja, glaube ich, meine 7 Rituale, da ist das meiste auch mit drin, aber sehr ausführlich eben. Und Toni macht es ganz, ganz kurz. Und wenn er das macht, dann ist es etwas, wo ich sage, das lohnt sich, das auch zu machen, selbst in dieser kurzen Form. Und es ist vielleicht auch leichter für dich ins Business einzubauen, in den Alltag einzubauen. Ja, das Erste, was er tut, ist, er springt in eiskaltes Wasser. Das hast du wahrscheinlich da, auch hier, das Swimmingpool ist nicht eiskalt. Aber kalte Dusche tut es auch. Das ist natürlich kein Thema, wenn es warm ist und so schön ist wie hier. Wenn es etwas kalt ist, dann ist es eine Herausforderung. Aber das ist genau das, wenn du in der Früh unter die kalte Dusche gehst und dich kalt abduschst, dann bist du danach frisch. Dann hast du eine Erfrischung. Ich mache hier immer diesen Morgengang, wenn ich meine Retreats habe, meine Seminare. Und da gehen wir auch immer diesen Gang durchs Wasser. Und wir haben das oft im Januar, Februar, März, also dann, wenn es in Deutschland kalt ist, wenn Schnee liegt. Und da gibt es Teilnehmer, die sagen, boah, jetzt in dieses eiskalte Wasser. Fakt ist aber, danach bist du echt fit. Ja? Also das ist so wirklich ein Schub, den es dir gibt. Der zweite Punkt ist, den Toni macht, ist atmen. 3x 30 Mal Wiederholung tief ein- und ausatmen. Das kannst du einfach so machen oder du suchst dir in YouTube so Atemübungen. Dieses Atmen ist unglaublich energievoll. Wenn wir dieses richtige Ein- und Ausatmen, ganz viele von uns atmen hier oben und nicht so in den Bauch hinein. Und wenn wir ja viel zu tun haben, wenn wir Stress haben, dann atmen wir oft viel zu schnell und zu hektisch. Und dieses, ja, im Atmen, in diesen Lebensfluss sich hineinzubegeben, das ist so sein zweiter Punkt. Und sein dritter Punkt ist die Meditation. Die dauert bei ihm 9 Minuten, aufgeteilt in 3x3 Minuten. Die ersten 3 Minuten ist einfach das Thema Dankbarkeit. Und zwar für Kleinigkeiten erstmal. Dass du ein Dach über dem Kopf hast, dass du aufstehen kannst, dass du was zu essen hast. Irgendwelche Kleinigkeiten. Also die ersten 3 Minuten einfach hinzuschauen, für was bin ich dankbar. Du weißt, ich schreibe das immer gerne auch noch auf. Ich finde es gut, wenn man ja beide Sinne einsetzt. Also darüber nachdenkt, sich bewusst macht und auch noch schreibt. Das tut einfach gut. Aber wichtig ist schon mal, dass wir uns bewusst werden dieser Dinge, für die wir dankbar sein können und dürfen. Die zweiten 3 Minuten sind einfach diese wirkliche Meditation, dieses sich verbinden mit Gott, bei ihm, bei mir auch. Du kannst es mit dem Universum machen, mit dem auch immer. Dieses sich bewusst machen, ja, dass wir in einer Beziehung leben, dass dieses Leben ein Geschenk ist, dass es da noch mehr gibt in diesem Leben. Einfach 3 Minuten im Schweigen da zu sein. Sich zu verbinden mit dieser Liebe Gottes, mit dem Universum. Und danach in den nächsten 3 Minuten nochmal zu schauen, Toni sagt, die 3 Dinge, die er so im Fokus hat, die ihm wichtig sind, die fokussiert er da und zwar so, dass er dann nicht nur an die denkt, sondern sich da wirklich hineinspürt, wie wenn das schon verwirklicht wäre. 3 Dinge, ich mache es noch konkret, den Schritt runter und sage noch die 3 Dinge, die ich heute tue, um meinem Ziel einen Schritt näher zu kommen. Und dann aber wirklich sich da hineinversetzen, wo du ankommen möchtest, was so deine Vision, dein Traum ist. Dich da wirklich ganz hineinspüren. Ja, diese kurzen Morgenpower von Tony Robbins ist ein unheimlich kraftvolles Element, um dein Leben zu bereichern, um ja noch glücklicher, noch erfüllter und vor allem auch finanziell frei zu werden. Ich wünsche dir einen traumhaft schönen Tag.